Das Ziel vom Denkfest 2014 ist es, die Kulturvision Rhein-Neckar ins Gespräch zu bringen, zu diskutieren, möglichst viele Anregungen aufzunehmen, Kritik zu erfahren und sie zu einer Plattform für die kulturellen Kooperationen in der Rhein-Neckar-Region zu machen. Wenn im November die Entscheidung fällt von der UNESCO, entweder Heidelberg wird City of Literature oder Mannheim wird City of Music, dann werden das sicherlich zwei wichtige Themen sein, mit denen sich die Region dann natürlich auch schmücken und aber auch kontinuierlich auseinandersetzen werden muss. Kultur muss auch auf dem Lande präsent sein, sie muss dort sowohl präsent sein mit den großen Ereignissen, dass die Menschen zu den großen Ereignissen kommen können, aber dass die Ereignisse auch auf das flache Land kommen und dass natürlich auch die Kulturentwicklung im flachen Land entwickelt und gefördert wird. Und das geschieht am besten auch in einem Verbund, denn gemeinsam ist man stärker. Kultur ist mehr als ein weicher Standortfaktor, hat natürlich seinen Anfang schon in der Schulbildung. Wenn das gut verankert ist, ist das ein Zukunftsfaktor im Hinblick auch auf die demografische Entwicklung und insoweit einer der wirklich harten Faktoren, die wir im Auge behalten müssen. Das ist die Chance der regionalen Zusammenarbeit in Rhein-Neckar. Kulturfinanzierung ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Natürlich auch der demografische Wandel ist für den Deutschen Kulturrat ein wichtiges Thema. Und wenn die Kulturregionen sich letztendlich mit diesem Thema beschäftigen und vielleicht sogar einen Ausweg aus den Problemen finden können, dann ist das für den Deutschen Kulturrat ganz wichtig. Deswegen schauen wir uns auch sehr genau in Deutschland um, wer welche Modelle entwickelt, weil wir nämlich, wenn es gute Modelle gibt, die ganz gerne auch zu einem Bundesmodell quasi machen wollen, damit sich andere daran orientieren können. Mannheim kann in die Kulturarbeit der Region natürlich ein enormes Potenzial einbringen von Institutionen, von Initiativen, von Projekten, von Festivals, auch eine Erfahrung der Kooperation und die Bereitschaft, sich eben einzubringen und weitere Kooperationen einzugehen. Wir haben ja schon viele mit anderen Städten, große Festivals zum Beispiel. Und vielleicht die Erfahrung, tatsächlich mit Kultur auch Entwicklung zu treiben. Die Stadt Ludwigshafen kann zunächst ihr eigenes städtisches Kulturangebot einbringen in die regionale Kulturlandschaft, aber ist natürlich auch vertreten mit zahlreichen Festivals, die wir auch in die Kulturlandschaft einbringen. Wir haben einen bunten Mix mit Fotofestival, Enjoy Jazz, Theater, Straßentheater, alles wunderbar und kulturelle Vielfalt, wie man sie sich nur vorstellen kann. Kultur ist ein Stück von unserer Lebensqualität und je mehr wir in dieses Thema hineinbringen, also je mehr die Kultur an Lebendigkeit gewinnt, desto mehr Lebensqualität haben wir in der Region. Das zieht die Menschen an. Ich denke, wir haben das Thema, das ist ja auch hier schon definiert, von Diversität, wird ein wichtiges Thema sein. Demografischer Wandel und damit das Thema Audience Development wird sicherlich auch ein Thema sein. Für mich noch ganz zentral auch, wie kann Kunst und Kultur, vor allem natürlich auch Kunst, wirklich zu Innovation beitragen, auch zu gesellschaftlicher Innovation. Und da ist für mich ausschlaggebend, welche Kooperationen noch geht die Kunst eigentlich ein, eben auch zum Beispiel mit der Wissenschaft. Die Kulturvision muss ja als Grundfrage haben, wie wollen wir in Zukunft gemeinsam leben und unsere Region entwickeln. Und auf diese Frage haben eben nicht nur Stadtplaner, Regionalplaner, Wirtschaftler und die Sozialplanung Antworten zu geben, sondern auch man muss die Beiträge, die die Kultur und die Kulturträger leisten, genauso berücksichtigen, Klammer Identitätsstiftung. Und in diesem Zusammenhang wäre mir wichtig, dass wir die Mittelzentren unserer Metropolregion noch stärker in die Entwicklung der Kulturvision mit einbeziehen, zu beteiligen, hier diesen Weg konsequent weiterzugehen. Kunst und Kultur ist für Roche in dieser Region eminent wichtig. Zum einen, weil wir für unsere Mitarbeitenden ein attraktives Umfeld auch bilden wollen, aber auch darüber hinaus, weil unser Herzschlag ist Innovation. Und Innovation und Kultur und Kreativität, die gehören einfach auch zusammen.
Das war jetzt das vierte Denkfest an einem vierten Ort. Wir haben ständig steigende Besucherzahlen auch. Wir haben unglaublich viel, einen guten Mix an Leuten, die über unsere Themen, die wir stellen, diskutieren wollen. Und ich denke einfach, dass wir uns hier etabliert haben als die Konferenz im Jahr zum Thema Kultur und Kunst. Das zeigt sich auch daran, dass in der Zwischenzeit auch da eine große Außenwirkung entstanden ist. Das hat sich rumgesprochen, obwohl wir es jetzt nicht national beworben haben, weil wir das ja schon in der Region halten wollen. Aber wir hatten so 40, 50 Besucher von außerhalb. Wir hatten 4, 5 andere Kulturregionen, die sich für das Format interessiert haben. Und von daher kann ich nur sagen, ja, also sehr, sehr zufrieden.